Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Freitag, dem 27. Jänner. Guten Morgen beim Geek Talk Daily. Ich habe auch heute wieder 10 Technik-News für euch vorbereitet. Am Anfang geht es um Hugo Bearer, dann geht es ein bisschen Richtung Kaspersky, Richtung China, dann geht es um Facebook und den Messenger, um Twitter und neue Features, um Tesla und mögliche Probleme, um eBay und deren Zahlen, um die TechCrunch Disrupt und um Office und um macOS und iOS. Wir beginnen bei Hugo Bearer. Das hatte ich am Anfang dieser Woche in meiner Daily-Folge, meiner ersten quasi. Das war der ehemalige Chef von Xiaomi, der hat bekannt gegeben, dass er sich zurückziehen wird und in Silicon Valley zurückgehen wird. Offizieller Grund damals laut seinem Facebook-Posting war, dass er wieder zurück zu seinen Freunden und seiner Familie möchte. Heute kam dann der wahre Grund dazu wahrscheinlich raus. Er hat selbst über Twitter bekannt gegeben, dass er in Zukunft einen Job bei Oculus übernehmen wird. Das ist die Firma, die Facebook gekauft hat, die sich um das Thema Virtual Reality kümmert. Und er wird dort Head of Oculus VR, also im Endeffekt die komplette Firma übernehmen. Ist natürlich ein sehr interessanter, sehr großer Job. Wundert mich nicht, dass er für Xiaomi ging. Was mich eher ein bisschen wundert, ist, wie es dargestellt wurde. Sei es wie sei, Hugo Bearer wird der neue Chef von Oculus. Nicht ganz verwunderlich das ganze Thema. Rund um den alten CEO gab es ja die ein oder anderen Probleme, vor allem was die ganze Wahlkampfgeschichte betraf in den USA. Da ist er, sagen wir mal, negativ aufgefallen durch sehr viel Hetze durch Hillary Clinton, war dann politisch mehr oder minder nicht mehr tragbar, da er sehr übers Ziel hinausgeschossen ist. Dass man hier einen neuen CEO suchen wird, war klar. Mit Hugo Bearer haben sie sicherlich einen sehr fähigen Mann gefunden. Wir kommen zu einem anderen persönlichen Thema oder einer anderen Personalie, da aber hier leider eine traurige Geschichte. Der Chef von Kaspersky wurde in Moskau verhaftet, die Anklage oder der Vorwurf lautet auf Landesverrat. Mit ihm gemeinsam wurde auch ein Mitarbeiter des Geheimdienstes verhaftet. Nähere Details weiß man noch nicht wirklich. Kaspersky hat nur bekannt gegeben in einer Pressemitteilung, dass es um nichts geht, was mit der Firma Kaspersky an sich zu tun hat. Also es dürfte sich um eine private Geschichte zu handeln. Zumindest distanziert sich Kaspersky momentan von dieser Verhaftung. Anderes Thema, auch mit dem Thema Sicherheit ein bisschen zu tun haben, das geht um China. In China wird man jetzt die Rechte, was freien Internetzugang betrifft, quasi noch stärker verschärfen. China bekämpft jetzt VPNs. VPNs waren der einzige Weg, mehr oder minder, um an der großen chinesischen Firewall vorbeizukommen. Die Zeit dürfte mehr oder minder vorbei sein. Einerseits A, werden diese VPNs quasi jetzt de facto verboten. Auf der anderen Seite will man eine Genehmigungspflicht einsetzen, wenn man ein VPN nutzen mag. Heißt, Internetzugang in China wird noch schwieriger. Offizielle Begründung ist vor allem, dass man quasi illegale Aktivitäten im Netz unterbinden möchte. Auf der anderen Seite dürfte es aber wahrscheinlich, wie immer, um das Thema Kontrolle gehen. Wir kommen zu einer kleinen kurzen Social-Media-Ecke. Facebook hat jetzt begonnen, testen die Woche ja sehr viel, damit Werbung im Facebook Messenger anzuzeigen. Schwieriges Thema, aktuell wird es vor allem nur Werbung sein, die als eigene Konversation quasi kommt in dieser Konversationsübersicht. Man startet jetzt mit dem Test in Australien und Thailand. Wir dürfen gespannt sein, wenn das Thema bei uns ankommt. Eigentlich war es ja schon nur eine Frage der Zeit, bis auch der Facebook Messenger Werbung bekommt. Die werbefreie Zeit scheint aber sehr schnell vorbei zu sein. Anderes Social Network, ebenfalls neues Feature, hier aber ein eher positives. Twitter hat ein neues Explore-Feature angekündigt, das als erstes in der iOS-App Einzug halten wird. Um es kurz zu machen, die bisherigen Bereiche Moments und Erkunden werden zusammengelegt in den neuen Explore-Tab. Wird jetzt keine großartige Änderung sein, aber immerhin schön, dass Twitter noch irgendwie Updates bringt und sich ein bisschen Gedanken über das eigene Produkt macht. In Deutschland wird es eine neue Gesetzgebung geben, die vor allem die Hersteller von selbstfahrenden oder autonomen Autos halt treffen wird. Vorneweg wahrscheinlich ein großes Problem mit dem neuen Gesetz wird Tesla haben. Man möchte nämlich jetzt autonome Autohersteller, das muss ja kein Elektroauto sein, für Schäden, die durch ihre autonomen Systeme verursacht werden, auch zur Haftung ziehen. Gerade eben Elon Musk, dem Chef von Tesla, wird das nicht gefallen, da der sich ja immer ganz, ganz klar dagegen verwehrt hat, dass er quasi für seine Systeme verantwortlich gemacht werden kann, da der Nutzer diese ja quasi verantwortungsvoll einsetzen soll. Zumindest in Deutschland scheint das jetzt vorbei zu sein. Der Verkehrsminister Alexander Dobrindt hat relativ klar gemacht, dass quasi, wenn ein Auto Entscheidungen trifft, dann auch der Hersteller des Autos oder der KI entsprechend zu haften hat. Wir dürfen gespannt sein, ob dieses Gesetz dann tatsächlich auch den Entwurfstatus verlässt und kommt. Auf jeden Fall aber eine spannende Sache rund um das Thema Elektroautos und rechtliche Entwicklung. Dann kommen wir kurz zu eBay. Wir hatten ja die Woche schon die Info, dass der eBay-CEO mit den Zahlen sehr zufrieden sei.
und auch der Meinung war, dass der Brexit momentan noch keine schlechte Sache sei. Das haben sie jetzt mehr oder minder untermauert. eBay hat 2,4 Milliarden US-Dollar also Gewinn eigentlich sogar gemacht. Das sind immerhin 3% mehr als im letzten Jahr. Insofern Gratulation am eBay, sehr, sehr schöne Zahlen. Wir kommen zu einem kurzen Live-Thema oder Event-Thema. Die TechCrunch Disrupt, das ist eine große Technikkonferenz, wird in diesem Jahr wieder nach Berlin kommen. Das wäre jetzt schon das zweite Mal, sie übersiedelt mit von London nach Berlin. Vielleicht auch für euch quasi ein kleiner Tipp, falls ihr in der Nähe seid und die Chance habt. Wir kommen zu ein paar Beta-Geschichten und diesmal von Office und von Apple. Wir beginnen bei Microsoft mit Office. Da gibt es ja schon länger dieses Insider-Programm und das gibt es ja auch schon länger für diverse Geräte von aus der Windows-Ecke quasi. Jetzt ganz neu, es gibt auch das Insider-Programm für iOS, bedeutet also für iPhone und iPad. Eine entsprechende Variante für Mac quasi soll dann folgen. Was es jetzt auch gibt, ist das OneDrive außerhalb des Mac App Stores, falls man das Mac App Store nicht nutzen mag. Ich hatte die Woche ja schon die Info, dass auch bei Apple neue Betas gibt mit neuen Features, wie zum Beispiel dem Nightshift-Modus oder aber dem Find My AirPod-Modus. Da gibt es jetzt seit kurzem die Public Betas auch dazu für alle, die es testen wollen. Da nochmal der große Hinweis, bei der Public Beta für iOS wird das komplette Betriebssystem umgestellt. Die installiert einerseits A ziemlich lange und B gerade hier ganz, ganz, ganz besondere Vorsicht, da eben das Dateisystem des iPhones komplett auf das neue APFS-Dateisystem umgestellt wird. Und das Sierra, das ist die zweite Beta, die es offiziell gibt, ja, gibt es zwar keine so großen Änderungen, was es die unter der Haube betrifft, aber immerhin zumindest dieser Nightshift-Modus ist neu dabei. Thank God it's Friday. Eine Woche Geek Talk Daily geht zu Ende. Ich erspare mir heute den üblichen Hinweis auf unsere Umfrage und möchte euch stattdessen an dieser Stelle ein ganz, ganz wunderschönes Wochenende wünschen. Ab Montag übernimmt dann der Martin hier an dieser Stelle und versorgt euch die ganze Woche mit Technos. In diesem Sinne, schönes Wochenende und ciao. Hört mehr Geek Talk.